Sehen wir ihn, sehen wir Youssoufa Moukoko schon Ende des Jahres in der Bundesliga. Das ist nicht ganz unmöglich, zumindest wenn es nach der DFL geht. Die hat angekündigt, durchaus gesprächsbereit zu sein, wenn es darum geht, die Altersgrenze für Bundesligaspieler auf 16 Jahre hinunterzusetzen. Bis dahin heißt es erstmal U19 für das Dortmunder Wunderkind, und zwar in einem Testspiel gegen den VfL Bochum, in dem er die erste Möglichkeit nach nur wenigen Minuten hat. Der VfL aktuell Siebter in derselben Staffel der A-Bundesliga wie Borussia Dortmund mit der ersten Chance von Tolga Özdemir. Der BVB hingegen aktuell Zweiter mit 3 Punkten hinter dem ersten FC Köln, und sie haben die beste Offensive der Liga mit durchschnittlich mehr als 3 Toren pro Spiel. Das kündigt sich hier an. Tolle Parade von Bochums Keeper Lukas Goy. Es war ein Spiel mit zunehmenden schwarz-gelben Feldvorteilen, das ein richtig guter Distanzschuss von Kapitän Alabakir trifft, aber nur den Pfosten. Dann kurz vor der Pause, das ist ein toller Ball auf Ansgar Knauf und das verdiente 1:0 für den BVB. 6-mal hat Knauf schon getroffen, davon 4-mal in der A-Junioren-Bundesliga und 2-mal in der UEFA Youth League. Das gleichzeitig der Pausenstand 1:0 nach 45 Minuten. Denn erst in Halbzeit 2 kam die gelbe Offensivmaschine so richtig in die hohe Drehzahl. Das ist Felix Schlüsselburg und 2:0. Da kann sich Bochums Keeper Lukas Goy noch so lang strecken. Da kommt er einfach nicht ran, richtig gut unter die Latte platziert. Aber auch die Bochumer kamen zu Chancen mit Kaba und Luis Hartwig. Und nochmal Luis Hartwig aus enorm spitzem Winkel. Das hat Erling Haaland am Freitag bei den Profis vorgemacht, dass das nicht ganz unmöglich ist. Aber es ist nicht eben jeder Erling Haaland. Stattdessen wieder Dortmund Kopf hoch. Toller Ball in die Mitte und der Doppelpack von Ansgar Knauf. 2:0 für die Dortmunder. Knauf mit seinem 2. Tor des Tages. War ja auch schon mal bei der U15-Nationalmannschaft Deutschlands dabei. Zum Einsatz kam er jedoch nicht. Und dann wurde es auch optisch richtig ansprechend. Wieder die Dortmunder im Angriff. Ball geklärt von Heisterkamp. Und dann Ramzi Ferjani. Was für eine Kiste. 4:0 für den BVB. Der Innenverteidiger trifft eigentlich nur dann, wenn er ausdrücklich dazu gefragt wird. Noch kein Tor in der Saison 2019-2020. Erahnt man gar nicht, wenn man diese einzigartige Schusstechnik sieht. Und es ging weiter. Nämlich mit wem? Natürlich mit Ansgar Knauf. Unten rechts 5:0. Knauf unaufhaltsam mit seinem 3. Tor des Tages. Doch das war's noch nicht. Julius Rauch eingewechselt, demnach der Akku noch voll geladen, windet sich durch diese Situation und vom Pfosten prallt der Ball auf den Fuß von Maximilian Mayer, ebenfalls eingewechselt mit dem 6:0, gleichbedeutend mit dem Schlusspunkt dieser Party. Also nichts mit großer Moukoko-Show heute. Das zeigt, dass er trotzdem eben nicht mehr als nur ein großer Teil einer ansonsten auch richtig guten Mannschaft ist. Und trotzdem wird man natürlich besonders in Dortmund hellhörig, wenn es um die Herabsenkung der Bundesliga-Altersgrenze geht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.